Okay. Gute Betten? Ziemlich, ja. Hier beim Lovelace Opening sind wir gerade in den neuen Gängen. Das sieht alles so riesig hier aus. Sind die alle hier extra gebaut worden? Diese Wand, tatsächlich, diese dunkle Wand haben wir komplett neu bauen müssen, damit wir hier einen Fluchtgang haben. Die Fluchtgänge waren früher in den Zimmern drin. Ja, die Vorstände konnten also unerkannt fliehen. Und da wir da Bäder reingemacht haben, das sehen wir gleich, mussten wir hier diese große Wand bauen. Das haben Sie auch alles relativ schnell initiiert hier. Ich habe gehört, im Januar bzw. März ging es los. Ja, eigentlich haben wir wirklich gestartet im März, ne, mit dem Umbau. Also wir waren, ja. März, April, ne, so, ja. Also 5-6 Monate hat es gedauert. Das ist eigentlich sehr schnell. Das ist sehr schnell, ja. Es gibt 4 Corner Suites, wir haben insgesamt 30 Zimmer und 4 von diesen rechteckigen Zimmern. Da waren früher tatsächlich die Vorstandsbüros drin. Ah, und wie groß ist die hier? Circa 52 Quadratmeter. Und die anderen Zimmer? Die fangen an bei 21, 23 Quadratmeter aufwärts. Wir haben 4 verschiedene Kategorien und dementsprechend auch unterschiedliche Größen. Die sind sehr, sehr schön geworden und auch sehr hochwertig ausgestattet. Ne? Die haben natürlich schon so eine Grundhochwertigkeit. Sie sind hoch, sie haben den Eichenboden, sie haben die ganzen Vorteile, die einfach die Vorstandsbüros hatten. Und wir haben dann diese Vorhänge eingezogen, die sind immer in den Zimmern drin, einmal rundherum quasi, ja, um denen nochmal einen anderen Charakter zu geben. Sehr schöne, sehr aufwendige Betten reingestellt und mit Vitra und Bolia zusammen die Möblierung dann ausgesucht, sodass die alle so einen Stil haben. Sehr schön. Dann sieht man sieht, es ist relativ viel Content drin. Es gibt viele Magazine, Bücher. Also wir versuchen hier auch schon viel Inhalt in die Zimmer zu bringen, dass die Leute sich was zum Lesen nehmen können. Alles davon kann man mitnehmen, kann hier lesen. Es gibt die Sonos-Anlagen, man kann sofort Musik machen. Und was man hört, wenn man gar nichts hört, wenn man gar nicht spricht, hört man, wie unglaublich leise es hier drin ist, weil die einfach alle doppelt gepuffert sind mit den Türen. Da draußen brüllt die Musik, hier hört man nichts mehr. Fantastisch. Sehr, sehr gut. Klasse. Ja, das ist ja auch das Ziel, weil wir sind ja auch eine Party-Location. Wir haben ja auch einige Events hier im Hause und daher ist es ganz wichtig, dass unsere Gäste, die hier übernachten, halt auch ihre Ruhe haben, wenn sie schlafen möchten. Hier gibt es eine sehr, sehr schöne Bar auch oben. Ja, genau, genau. Es gibt oben sogar, also es gibt eigentlich 3 Bars. Ja? Es gibt 2 Corner-Bars, eine Hauptbar in der Mitte und im Endeffekt das ganze dritte Geschoss ist öffentlich. Ja? Das sind dann für Veranstaltungen, da veranstalten wir selber Dinge. Das heißt, wir machen Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen, Tischtennisturniere. Also es gibt jeden Abend Programm da oben. Da gibt es auch so eine kleine Sportecke, habe ich gesehen. Da haben wir unser Boxtraining und ja, und Yoga. Also, Boxen, Yoga. Also wir werden auch tagsüber oben Sachen anbieten. Ist das nur für Gäste oder dürfen da auch nicht Gäste rein? Jeder darf zu uns kommen. Jeder. Ja, das ganze Haus ist offen. Also wirklich nur die Hotelzimmer sind für die Hotelgäste. Alles ist andere ist offen für alle Münchner. Und ihr habt seit 10 Tagen geöffnet? Knapp 10 Tage haben wir geöffnet. Ihr seid schon sehr gut gebucht? Ja, also wir sind zufrieden. Das ist ja auch letztendlich eine tolle Location, um einfach auch mal dabei zu sein. Ne? Wenn man sich vorstellt, wir sind ja limitiert vom Zeitraum her und ich glaube, das ist so ein Place, wo man unbedingt auch mal hin muss, bevor es mal vielleicht irgendwann nicht gibt, was wir aber nicht hoffen wollten. Das wollen wir nicht hoffen. Nein. Ist es auch bewusst ein bisschen anders gehalten? Also wenn man hier reinkommt, ist es so ein bisschen urban gewollt? Na klar. Es könnte auch irgendwo New York oder Berlin sein? Das ist die Idee, es so zu machen, wie es das noch nicht gibt in München. Es so zu machen, wie es es vielleicht auch in anderen deutschen Städten nicht gibt. Und zu sagen, das hat einen ganz eigenen Look. Da haben wir sehr lange drum gekämpft, in quasi basisdemokratischen Entscheidungsrunden immer wieder neue Ideen reingebracht. Und das merkt man jetzt auch, dass das einfach eine andere Geschichte ist.